So, grüße euch, Paraguay Live. Heute sprechen wir Paraguay Haus kaufen. Beziehungsweise, wie kauft man ein Haus in Paraguay? Es geht, wie in diesem Fall, um einen Neubau von 120 Quadratmeter. Bleibt dran! So, also wir fangen erstmal wie immer mit dem Grundstück an. Das ist ein Grundstück, kommt aus Eigenbestand in der Stadt Piribebuy, Departamento Cordillera. Ungefähr eine Autostunde von der Großstadt Asunción entfernt. Hier vorne das Haus, nochmal im Rohbauzustand. Hinter werden die Jungs noch eine Mauer setzen, um einfach das Niveau des Grundstückes auszugleichen. Aber zuerst, meiner Ansicht nach, erster Punkt ist das Budget. Viele fragen uns, was kostet das Haus überhaupt? Der Preis? Wie hoch ist er? Leute, meiner Meinung nach ist es, man muss die Sache andersrum drehen. Setzt euch einfach mal zu Hause, egal wo ihr seid, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich oder auch in anderen Staaten und macht einfach eine kurze Liste. Über welches Budget verfügt ihr? Das ist das A und O. Wie viel Geld braucht ihr für das Haus, fürs Grundstück, fürs Nebenkosten, für das Leben, fürs Auto, für welche eventuelle Reparaturen und natürlich auch die Gesundheit, die auch wichtig ist. Heute konzentrieren wir uns einfach auf das Haus, das ihr hinter mir seht. Und ich werde euch einige Details dazu geben, auch zu dem Grundstück. Also bleibt dran. So, da sieht man ja von außen, man hat gerade nochmal Zement geliefert. Es wird alles Jungs, kräftige Jungs, schaffen das schon mal. So, da seht ihr im Prinzip die Vorderseite oder auch Hinterseite, besser gesagt, mit der Terrasse. Rechts oben seht ihr das kleinere Fenster von dem Hauswirtschaftsraum. So, wie gesagt, das Haus. Vielen Dank auch an die Bauherren, an den Holm und Katrin, die im Prinzip das schöne Haus selbst entworfen haben, mit der freien Software. Den Link werde ich euch auch gerne unten geben, also für diejenigen, wo der Wille vorhanden ist, ist überhaupt gar kein Problem. Da wird noch die Außenmauer gemacht, dann mit einem Zaun. So, natürlich da hinten ist der alte Zaun, der verschwinden wird. Und das ist auch die schöne Aussicht. Die halt direkt vor dem Haus zu sehen ist. So, also wichtig zu den Punkten, die ich euch auch erzählt habe. Budget machen, das ist ja das Wichtige. Dann planen erstmal die Grundstücksgröße. Das ist ja auch wichtig und hier meine persönliche Meinung, kauft nicht so viele Grundstücke oder nicht so große Grundstücke. Ihr werdet meistens ja nicht jünger, die Arbeit, die Kosten steigen jeden Tag. Der dritte Punkt ist natürlich das Haus. So, das Haus meistens bieten wir euch an, zu einem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist das Wichtigste. Und wir machen die ganze Planung zusammen mit euch.
Das heißt, es läuft so ab, dass ihr im Prinzip euer Entwurf, sei es nur im Heft oder über einen Fachmann, uns zur Verfügung stellt. Und dann wissen wir Bescheid, was eure Wünsche angeht. Und dementsprechend können wir natürlich die Wünsche umsetzen und euch auch dementsprechend Preise auf ein schlüsselfertiges Haus inklusive Grundstücks geben. So, Grundstück ist wichtig. In der Stadt sind die Grundstücke teurer und außerhalb der Stadt sind die Grundstücke natürlich preiswert. So, was noch wichtig ist, ihr dürft natürlich nicht die Hausnebenkosten vergessen. Das ist ja wichtig. Notargerichtskosten, meistens sind das ungefähr auch rechnen, je nachdem um die 10%. Das sind natürlich auch die Hausanschlusskosten. Hausanschlusskosten spreche ich damit auch Wasser und Strom. Das sind die zwei wichtigsten Sachen. Und dann habt ihr natürlich auch die Zaunanlage, ja, und wie gesagt, die Gartenanlage. Also so bei den Baustellen ist es so, dass es natürlich das Grundstück nicht gerade als bestes Garten angelegt wird. Ja, das sollt ihr auch nochmal einkalkulieren. Also das sind sehr, sehr wichtige Faktoren. Letztendlich die gemeinsamen Faktoren, die sind ja nicht anders als in Deutschland, auch in der Schweiz oder in Österreich. Also klar, die Preise sind ja viel niedriger, aber letztendlich die Reihenfolge ist ja fast das Gleiche. Das erwartet euch auch in der Schweiz, in Deutschland oder in Österreich. Und damit müsst ihr auch natürlich in Paraguay damit rechnen. Paraguay-Haus bauen, also relativ einfache Sache. Unser Team steht euch gerne zur Verfügung und glaubt mir das, also man sollte auf keinen Fall am falschen Ende sparen. Ja, ich kenne auch viele, die sagen, Pitt, nein, du bist teuer oder euer Team ist zu teuer. Und meine persönliche Meinung dazu, billig kommt teuer. Also bitte immer aufpassen, die Grundstücke prüfen lassen. Bei uns gibt es die Probleme ja nicht. Wir verkaufen euch die Grundstücke in eurer Nachbarschaft. Von daher, wir bleiben Nachbar und wir stehen uns auf jeden Fall jederzeit zur Verfügung. So, das Haus wird natürlich nach euren Wünschen auch so gemacht, wie ihr das haben wollt. Und ich bin auch immer dabei an jeder Baustelle. Und auch Fachleute, die es fachmännisch ausführen. Von daher, falls ihr keinen Ärger braucht, das Geld sparen wollt, letztendlich unter dem Strich und sicher und auch zeitlich einziehen wollt, da bleibt euch nichts anderes übrig, wenn oder als mit uns zu bauen. Paraguay Live Team. Auf jeden Fall, mich könnt ihr immer wieder kontaktieren, sei es per WhatsApp, per E-Mail, die ich euch immer in der Beschreibung durchgebe. Daher nicht zweifeln, einfach die Entscheidung treffen, bevor das komplette geht. In Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich, einfach Fotos. Also, wir sind nah an der Hauptstadt, ruhige, zentrale Lage. Von daher wird hier die Siedlung richtig gut und modern gemacht. Also, nicht warten, einfach sich erkundigen lassen, beraten lassen. Wir sind eurer, auf immer auf eurer Seite. Also, bis dann. Falls ihr weitere Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren schreiben. Am besten mit dem Hashtag Paraguay Live. Hilft uns. Und ich weiß, welche Fragen ihr euch beantworten muss oder möchte. Von daher immer wieder Likes nach oben, wenn es Video gefallen hat, weiterleiten, auch in den Medien.
Und wie immer gebe ich euch Links, 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 auch weitere Links oder zu empfehlende Filme. In diesem Sinne, mach's gut, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.